So, und wir sind mal wieder auf den Weltmeeren unterwegs. Lange ist es ruhig geworden, aber dadurch, dass das jetzt nun Open Beta ist und endlich der Fortschritt bestehen bleibt, will ich mich jetzt auch mal wieder an den Weltmeeren versuchen und das jetzt auch öfter bringen. Also von dem her, schauen wir doch mal, was hier so passiert. Hier im Zug zusammen, wir spielen die Area, also wirklich hier die Einstiegsvariante, kann man ja schon fast so sagen. Ich bin selbst sehr gespannt und hoffe, dass es gut ausgeht. Ich tue mein Möglichstes, um einigermaßen passabel zu zocken. Wie gesagt, ist ja jetzt auch schon wieder echt ein paar Tage her. Hier in dem Fall noch Stockzustand, also das Schiff ist auch absolut jungfräulich. Also ihr seht die erste Runde damit. Bin schon sehr gespannt, wo denn der Gegner auftauchen wird. Besonders Chester und Shikuma. Ich mag die Optik einfach von dem Spiel. Da ist doch schon einer. Vielleicht mal mit AP schießen. Auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen mehr schon, was man schießen kann. Mir fehlt natürlich wieder so ein bisschen das Reichweitengefühl, ist ja klar. Ah, der war doch schon besser. Also die Hashidate, die bekommt jetzt ordentlich auf die Mütze. Da ein schöner Zitadellentreffer. So, jetzt ist er weg. Oh, die Shikuma natürlich gleich. Grenze. Jetzt bleibt sie hier. Bewegt sie nicht mehr. Also jetzt kriegt sie gut auf die Mütze. Also hier in dem Fall konnte ich super wirken. Das hat bis jetzt genial geklappt. So, jetzt kurz warten, bis die Insel da weg ist. Und wieder drauf. Ach so, weg ist sie. Also bisher lief es echt gigantisch gut, muss man ganz ehrlich sagen. Für Stockzustand. Ohne Frage. Und deswegen jetzt mal rein ins Getümmel. Gegner hat nur noch drei Schiffe. Die Musik ist ja schon fast inspirierend für eine gute Runde. Leider fährt das eine Schiff, die Ari, hier weg von mir. Bisschen ungünstig. Und da ist die Nummer 3 aufgetaucht. Aber auch da komme ich leider nicht drauf. Das ist alles genauso an den Enden, wo ich jetzt nicht hinwirken und hinkommen kann. Die Ari vielleicht, wenn sie jetzt langsam vorkommt, komme ich auch wieder drauf. Ne, auf die brauche ich mich gar nicht fixieren. Also ich bleibe hier vorne auf der...
So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Schussbahn. Und kann hier auch zumindest ein paar kleine Nadelstiche setzen. Ja, nochmal ein Tausender. Und auch weg. So, jetzt ist nur noch ein Schiff verbleibend. Und dann war es das schon. Aber wie gesagt, war eine gute Runde, auch wenn es leider kein Abschuss dabei war. Das macht hier Moxie in dem Fall. Aber ansonsten läuft es ganz passabel. So, wo ist der letzte? Ich würde gerne noch ein bisschen was abbekommen. So. Ja, ich glaube auch, dass der da unten... Da ist er doch. Wusste ich es doch. So. Das Dreh dabei. Na, also einen konnte ich noch sitzen. Das, was ich mir als erklärtes Ziel gemacht habe in der Runde. Ja, und ich konnte noch einen zerstören. Wuhu! Sehr gut. Mehr ging dann einfach nicht. Bin hier auf Platz 3 gelandet. Hab's also da noch ganz gut ausreizen können. 16.000 Schaden ist auch ganz passabel, kann man sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wieder mal von der ersten Runde World of Warships. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Aikaram.